Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Adventskalender-Unboxing für dich. Woo, es geht los! Ja, es ist zwar September, aber hey, was soll's. Ich habe nämlich heute den The Body Shop Adventskalender, bekommen. Den habe ich nämlich schon bestellt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist die günstigste Variante von den drei verschiedenen Adventskalendern, die es bei The Body Shop in diesem Jahr zu kaufen geben wird. Genau. Der erste ist jetzt raus. Das ist dieser hier, 55 Euro. Und das ist der Make It Real Together Adventkalender. Ja. 55 Euro hat er, wie gesagt, gekostet und da drin sind Produkte im Wert von 101 Euro. Man kann ihn aufklappen, er hat Kläppchen, er sieht gut aus. Doch, ich finde ihn ganz schön und er riecht schon unheimlich gut. Ich hoffe, dass da jetzt nichts irgendwie schon offen ist, dass es irgendwie ausgelaufen ist, denn es riecht wirklich so gut, als wäre was ausgelaufen. Unfassbar. Und ja, den werden wir jetzt zusammen einmal öffnen. Es wird in diesem Video auch eine Verlosung geben. Alles, was es zu gewinnen gibt und was du für die Verlosung tun musst, um daran teilzunehmen, sage ich dir gleich im Laufe des Videos. Bleib einfach dran. Mir persönlich sind die Kläppchen 1, 6, 12 und 24 wichtig, denn das sind immer so die ganz besonderen Momente. Hier oben haben wir die Nummer 1. Und es ist eine Handcreme. Das Ganze beginnt mit einer Mango-Handcreme mit 30 Millilitern. Und The Body Shop ist cruelty-free übrigens, das nur zur Info. Ich habe auch schon einige Handcremes von The Body Shop und ich finde die auch ganz gut. Die sind sehr, sehr reichhaltig und die riecht auch sehr, sehr angenehm. Man findet die Zahlen übrigens nicht so ultra gut, weil du ja auch überall diese weißen Punkte hast. Und ja, wo ist die 2? Okay, wir haben hier auch Badebomben drin. Das ist eine Moringa Bath Bubble, Moringa Fragrance. 28 Gramm hat diese Badebombe und die kann man aber auch für ein Fußbad verwenden. Das habe ich auch schon gemacht, weil ich ja selber keine Badewanne habe. Die riecht sehr angenehm blumig. Das gefällt mir echt gut. Und das ist so eine runde Badetablette. Die Nummer 3 haben wir hier oben. Oh, man kriegt die Produkte auch bislang ganz gut aus den Kläppchen raus. Da habe ich Almond Milk and Honey for Sensitive Dry Skin Shower Cream mit 60 Millilitern. Das sieht auch schon mal ganz vielversprechend aus. Ich mag auch gerne Mandel vom Duft her. Ich trinke auch gerne Mandelmilch und dann mit Milch und Honig auch dabei. Das kann gut werden. Ich rieche mal dran. Oh, das riecht so geil. Das riecht schön warm. Das riecht so, oh, als würde man einen in Watte packen. Richtig angenehm. Das riecht auch nicht so künstlich oder so, deswegen geil. Schönes Produkt. 4. Hier. Oh, sogar ziemlich groß. Und die habe ich einfach mal 1A übersehen. Läuft bei mir. Okay, ja. Sie ist groß, aber was drin ist, ist jetzt nicht so, haut mich nicht von den Socken. Das sind so, ja, Armbänder, Schrägstrich, Haarbänder. Mag ich persönlich nicht so gerne. Also, ja, Empowered und Be Brave, das sind Hair Ties. Für meine Haarlänge tatsächlich leider ungeeignet, ne? Aber da sind 2 Stück von drin und ich weiß, dass viele die auch gerne mögen. Die 5 hatte ich schon gefunden, die ist hier. Die haben auch immer so Reindrück-Dinger. Oh, schön. Das ist nicht nur groß und schwer, sondern auch echt geil. Das ist eine Seife mit Shea Butter with handcrafted Shea Butter from Tamale in Ghana. Das ist ein komplettes Full-Size-Produkt, würde ich jetzt sagen. Ne? Also die kann man ja auch so kaufen. 3,5 Unzen, glaube ich. Und 100 Gramm sind hier drin. Das riecht so gut. Oh, richtig schön pflegend. Mega. Und das ist halt so ein großes Seifenstück. Das kann man entweder halt verwenden als feste Duschseife. Sammy sitzt hier unten und möchte Liebe. Man sieht ihn, ne? Genau. Und, oder man nimmt es als Handseife oder als Pinselwaschseife. Aber als Pinselwaschseife ist sie vielleicht etwas zu teuer. Genau. So, Nikolaus ist immer eine ganz wichtige Kiste. Und Nikolaus ist hier ganz schön klein. Okay. Ich glaube, hier ist der Klassiker drin. Das hatten wir letztes Jahr auch drin. Kriegt man jetzt aber nicht so gut raus, weil etwas verrutscht. Genau, hier haben wir nämlich eine Lip Butter mit Erdbeere.
Die hatten wir letztes Jahr auch mit drin. Und ich glaube, vorletztes Jahr war sie auch mit dabei. Das ist halt diese klassische Lip Butter, die immer in den Adventskalendern drin ist. Und die soll sehr, sehr gut sein. Ich habe sie selber noch nicht verwendet, weil ich mag nicht so gerne diese Pöttchengeschichten. Übrigens für euch zur Info, die Produkte, die ich jetzt hier in den ganzen Adventskalender-Unboxings aufmachen werde, werden zum Teil natürlich von mir selber verwendet. Dann werde ich auch noch selber Adventskalender erstellen für meine Freunde, meine Familie. Ich werde welche verkaufen, ich werde welche verlosen hier auch. Also die Produkte finden auf jeden Fall alle ihre Anwendung. Dann haben wir hier oben ganz groß die Nummer 7. Und so groß hätte ich eigentlich die Nummer 6 vermutet. Aber gut, wir haben hier einfach einen Duschpuffel drin. Ne? Ja, bisschen klein, aber er wird seinen Zweck erfüllen. Auf jeden Fall habe ich eine Zeit lang auch verwendet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, brauche ich gar nicht mehr. Und habe dann gar keine mehr verwendet, weil ich halt auch irgendwann fand, dass es ein bisschen schade ist, dann sowas zu verwenden und dann wegzuschmeißen. Muss jeder für sich selber entscheiden. So, genauso groß ist hier oben die Nummer 8. Ich hoffe nicht noch ein Duschpuffel. Hier hoffe ich auf eine Body Butter oder sowas. Ja! Oh, das hatten wir letztes Jahr auch mehrfach drin, diesen Duft. Das ist British Rose. Und man kriegt es hier nicht raus, weil da keine Laschen drin sind. Sitzt dann doch ganz gut drin. Genau, das ist diese hier. Und das ist so eine kleine Größe. Die habe ich auch schon verwendet letztes Jahr oder in diesem Jahr quasi und aufgebraucht. Und die finde ich toll. 50 ml sind hier enthalten. Und ich finde, dass die Body Butter von The Body Shop auch echt klasse sind. Ist jetzt natürlich nicht komplett gefüllt, aber Leute, so ein toller Rosenduft ist echt mein Ding. Mega geil. Hier haben wir dann noch ein rundes Kläppchen. Das ist die Nummer 9. Oh, noch ein... Oh, nee, was ist das? Leute, das war echt eine schwere Geburt. Hier haben wir mit Kokos irgendwas. Ist das ein Body Peeling? Ja, das ist ein Body Scrub mit Kokos. Ich mag nicht so gern Kokos, ne? Ein Coconut Body Peeling Exfoliating Cream Body Scrub. 50 ml, genau, steht hier auch drauf. Wie gesagt, nicht so ganz mein Duft. Ich denke aber, dass ich es trotzdem verwenden werde, ne? Ich habe es jetzt mal aufgemacht. Man sieht auch tatsächlich, dass hier die Hälfte im Deckel hängt. Wahnsinn. Ja, es riecht nach Kokos, aber es geht. Also ich differenziere das mittlerweile nach künstlichem Kokos und nach natürlichem, angenehmem Kokos. Die Nummer 10. Wir werden jetzt langsam zweistellig, tatsächlich, schon. Krass. Die Nummer 10 habe ich noch nicht gesehen. Hier, da unten ist sie. Oh ja. Oh. Da haben wir ein The Body Shop Banana Truly Nourishing Shampoo. Und da sind 60 ml drin. Und das sieht aus, als wäre da tatsächlich einfach mal eine ausgequetschte Banane drin, oder? Mega geil. Klar, in dem 55-Euro Kalender, also in diesem hier, hast du natürlich etwas kleinere Größen, als du das in den größeren Kalendern haben wirst. Und ich riech mal dran. Boah, das riecht voll angenehm nach natürlicher Banane. So, so geil. Also das werde ich auf jeden Fall verwenden. Ein nährendes Shampoo können meine Haare gut vertragen. Und ich mag auch gerne diese Banana-Geschichten. Ich habe ja auch von Fruppis die Banana Hair Cream. Mega, das Banana Hair Food, genau. So, die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Man sieht Sammy. Okay, das ist die zweite Handcreme. Und das ist mit Shea Butter. Und hier sind auch wieder 30 ml drin. Genau, auch wieder ein sehr, sehr angenehmer, warmer Duft. Mag ich gerne. So, Halbzeit. Und Halbzeit darf auch gerne mal etwas Besonderes sein. Das wissen natürlich die Adventskalenderpacker nicht, was ich mir dabei denke. Aber ich wünsche mir das immer. Und manchmal werden meine Wünsche auch erfüllt. Hier haben wir wieder etwas mit Mango drin und zwar ein Duschgel. Mango ist jetzt nicht unbedingt meine präferierte Duftrichtung von The Body Shop. Das ist mir dann zu fruchtig. Für eine Nummer 12 aber ein bisschen okay. Die Nummer 13 ist jetzt ein bisschen größer. Ich hoffe ja auch auf so eine Maske oder so. Oh nee, was ist das denn? Hier hast du Handschuhe drin. Geil, das sind so Peeling-Handschuhe und das sind direkt zwei Stück. Das ist praktisch, da kannst du nämlich dein Body Peeling mit auftragen. Finde ich super angenehm, dass es vor allem zwei sind. Ansonsten habe ich das so, dass wenn ich dann zum Beispiel meinen linken Arm einschmieren möchte, dass ich dann ja nur, Quatsch, wenn ich meinen rechten Arm einschmieren möchte, genau, dass ich den Handschuh ja auf der rechten Seite schon aufgetragen habe und dann muss ich das immer ummodellieren und so weiter. Und so hat man dann direkt zwei Stück unter der Dusche. Das finde ich toll. Use with Shower Gel for Hands-on Exfoliation. Also du kannst es auch quasi verwenden ohne ein zusätzliches Peeling. Ich persönlich verwende es zusammen mit einem Peeling, aber das könntest du als mechanisches Peeling ohne Peeling-Produkt verwenden. Das ist auch nachhaltig. Genau. So, jetzt gehen wir zu der Nummer 14. Ha, so langsam ist der Adventskalender auch ein bisschen leichter hier in meiner Hand. Der ist hier oben.
Oh ja, das ist jetzt meins, ne? Da haben wir nämlich jetzt das Erdbeerduschgel. Die Reihe mag ich so gerne. Das Erdbeerduschgel, das riecht so, so angenehm. Und dieser Erdbeerduft ist jetzt auch nicht irgendwie super künstlich oder so. Der ist wirklich angenehm. Das kann ich sehr empfehlen. Oh, ich lieb's. Mega, mega geil. 3 Duschgele haben wir hier schon drin. Okay. 14. Die Nummer 15 ist hier unten. Geil wäre ja auch, wenn wir die passende Spülung auch noch zu dem Shampoo hätten, oder? Nein, wir haben jetzt erstmal die dritte Handcreme hier drin. Und zwar Pink Grapefruit Handcreme. 30 ml sind hier enthalten. Oh ja, komm. Noch eine Handcreme, ne? Kann man im Winter gut gebrauchen. Kann man übers ganze Jahr ganz gut gebrauchen. Ist okay. Ist aber nicht mein Favorit. Gut. Dann haben wir hier die Nummer 16. Ja, hier haben wir dann die nächste Badebombe. Und die ist mit Kokosduft. Das ist diese hier. Auch das wieder eine runde Badetablette. Da muss ich aber sagen, dass mir der Kokosduft nicht ganz so gut gefällt wie von dem Körperpeeling zum Beispiel. Ja, das riecht mir dann doch zu sehr Kokosnuss. Nein, unnatürlich. Ich weiß nicht. Dann nehmen wir mal die Nummer 17. Das habe ich eben schon gedacht, das könnte gegebenenfalls eine Nagelfeile sein, denn das Kläppchen sieht genauso aus wie eine Nagelfeile. Und es ist eine Nagelfeile. Oh, krieg die mal raus, ohne jetzt deine Fingernägel kaputt zu kriegen, Claudi. Das wird ein Spaß. Letztes Jahr habe ich ja auch den The Body Shop Adventskalender in dem ganz großen Format, glaube ich, von meinem Freund zu unserem 14-Jährigen gekriegt. Und ja, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und da hatte ich auch eine Nagelfeile drin. Und da durfte ich tatsächlich lernen, dass diese Nagelfeilen verschiedene Schichten haben. Das heißt, wenn diese Schicht ab ist, kann ich die abmachen und habe dann wieder eine Schicht drunter. Das heißt, ne, die kannst du echt lange verwenden, bis sie dann wirklich Uppe ist. Das ist echt toll. Ich weiß gar nicht, 6 oder so Schichten hat die dann und dann halt doppelseitig, ne? Ja, The Body Shop, I like the way you smooth. Läuft. Nummer 18. Ah, ich glaube, meine Hoffnung, dass ich hier noch die Spülung drin habe. Ich weiß nicht, ob die erfüllt wird. Hier haben wir wieder eine Badebombe drin. Aber das sieht ganz gut aus. Pink Grapefruit Bath Bubble. Genau, Pink Grapefruit hatten wir ja eben auch schon als Handcreme mit drin. Das ist jetzt die entsprechende Badebombe. Ja, die riecht wirklich nach pinker Grapefruit, also nach Grapefruit, also säuerlicher. Und das ist nicht ganz meine Welt. Oh ja, komm. Also Moringa ist tatsächlich noch mein Liebling bei den Badebomben hier. So, dann schauen wir uns mal an die Nummer 19. Ich glaube, das dürfte jetzt auch meine letzte Hoffnung auf die Spülung sein von der Kläppchengröße. Ja! Ich liebe es immer, wenn man Shampoo und Spülung so zusammen verwenden kann. Und hier haben wir tatsächlich den Conditioner. Banala Truly Nourishing Conditioner mit 60 ml. 1A, das gefällt mir. Yay! Wird direkt in die Dusche wandern. Achso, wenn ich übrigens Aufgebrauch-Videos mache und Produkte aus Adventskalendern aufbrauche, werde ich das als separate Geschichte in dem Aufgebrauch zeigen, ne? Dass man das halt auch überspringen kann, falls man nicht gespoilert werden möchte. So, die Nummer 20. Jetzt kommen wir schon in den Zweierbereich hier rein. Kann sich hier oben befinden, genau. Ganz kleines Kläppchen. Wieder ein Lippenprodukt offensichtlich. Huch. Coconut The Body Shop Lip Butter. Okay, das ist die zweite Lippenbutter, aber jetzt mit Kokosduft. Wie gesagt, Kokos nicht ganz meine Welt. Das wird dann wahrscheinlich auch weiter wandern. Dann haben wir die Nummer 21 hier unten. Das wäre so cool, wenn wir hier noch eine Maske mit drin hätten, weil Body Shop hat echt gute Masken. Nee, was ist das denn? Oh je. Fearless und Unstoppable. Das sind so Haarklammern. Ja, yay. Yay. Brauche ich genauso sehr, wie ich die Haarbänder brauche. Okay, ja, Nummer 22. Okay, das sieht nach Kokos aus. The Coconut Shower Cream, 60 ml. Das ist dann die vierte Duschgeschichte. Jo. Aber verschiedene Richtungen, das ist eigentlich dann auch ganz cool. Und da die halt relativ klein sind hier drin, ist es von der Abwechslung her dann auch ganz nice, oder? Ja. So, Nummer 23, das vorletzte Kläppchen, Leute. Ist sehr, sehr klein. Das ist wohl wieder ein Lippenprodukt, wa? Das ist eine dritte Lippenbutter und zwar mit Mango. Genau. Ja, da ist Erdbeer tatsächlich echt mein Favorit von den dreien jetzt hier. So, jetzt kommen wir zu der Nummer 24. Die Nummer 24 darf gerne knallen.
Wahrscheinlich keine Maske in diesem Kalender. Hm? Oh, aber was ganz Tolles. Oh. Und zwar haben wir hier eine Bodybutter drin. Und zwar die Almond Milk and Honey. Das heißt, wir starten mit Almond Milk and Honey und enden auch damit. Das finde ich richtig toll. Das gefällt mir auch irre gut. Und tada, tada, der Adventskalender ist leer. Schade, man kann ihn nicht weiterverwenden, weil er halt Kläppchen hatte, ne? Naja, da hätte ich den vielleicht hier oben rausnehmen können, um ihn dann wieder zu befüllen. Aber ja, nee, jetzt ist er auf. Aber dann gucken wir uns mal die Bodybutter an. Die sieht schon mal richtig, richtig toll. Lecker. Angenehmer Honigduft. Richtig schön. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde schon, dass der Adventskalender sich gelohnt hat und The Body Shop ist ja eine relativ hochpreisige Marke. Deswegen 101 Euro sollte ja der Gesamtwert sein. Ich blende euch mal ein, was ich so ausgerechnet habe. Meistens orientiere ich mich einfach an den kleinsten Verpackungen, die ich im Online-Shop finden kann und rechne das dann hoch oder runter. Eher runter. Genau. So, und jetzt zeige ich dir einfach mal, was du in diesem Video gewinnen kannst. Ich habe nämlich mit der Lieferung, weil ich so einen Code eingegeben habe, auch so ein schickes Täschchen mit dabei gekriegt. Und da werde ich euch entsprechend ein paar Produkte reinpacken. Zum einen nehmen wir einfach mal die Pink Grapefruit Handcreme, das Mango Duschgel, die Lippenbutter mit Kokosnuss und ich packe euch auch noch die Hair Ties, also die Haargummis mit rein. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ganz einfach. Die Verlosung richtet sich einfach an meine Abonnenten. Das bist du dann entweder schon oder du wirst es, indem du hier unten einfach mal auf den Abo-Button klickst. Bei Gefallen lässt du dem Video einfach einen Daumen nach oben da und du kommentierst einfach mit einem lieben Kommentar und schreibst den Hashtag Bodyshop rein. Ja, ich habe auch nochmal alles Relevante unten in die Infobox reingeschrieben. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und Leute, ne? Ich hoffe, ihr seid jetzt alle gut mit mir in die Adventszeit gestartet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Das ist neu. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!